Mahlzeit, herzlich willkommen beim Right Video Video Magazin und einem neuen Video meinerseits. Und heute geht es um die allerbeste Freizeitparkattraktion der Welt. Bams! Alle wollen sowas immer wissen. Was ist das Beste, was ist das Coolste? Und jetzt gibt es die knallharte Wahrheit, die wieder alle nicht verstehen können und schreiben, nein, das kann nicht sein, das und das ist viel besser. Das Ding, wo wir heute drüber reden, ist wirklich für mich somit nicht mit Abstand, aber schon so eigentlich das Beste des besten State of the Art und vereint einfach so viele so coole Sachen in einer Attraktion. Und auf jeden Fall, es gibt super viele andere Sachen, die auch genauso cool sind, vielleicht sogar cooler sind, auch mega gut sind. Und ich feiere teilweise Sachen, die halt unfassbar krass innovativ, technisch übertrieben gut und thematisch mega aufwendig und teuer sind. Genauso feiere ich aber auch irgendwelche Sachen, die komplett rumpelig, trashig und komplett skurril und kurios sind, wo alle anderen dann sagen, was ist das denn für Müll? Aber nein, das ist auch was Besonderes, was Ausgefallenes, Cooles, was auch Spaß macht. Und die Attraktion, über die wir heute sprechen, die für mich die beste Freizeitparkattraktion überhaupt ist, vereint halt super viele Sachen in einem. Super krasse Thematisierung, ein immersives Erlebnis. Es ist für die ganze Familie geeignet. Das Ding ist halt unter anderem thrillig, andererseits sehr familienfreundlich. Es ist rasant, es ist gemütlich. Es ist ein Erlebnis, was man in einer Gruppe, in einer relativ großen Gruppe, gemeinsam und auch wirklich gemeinsam erleben kann. Es ist auch ein Dark Ride und eine Rundfahrt und alles auf einmal. Das ist so geil. Und vielleicht ist der eine oder andere jetzt schon drauf gekommen. Wenn nicht, also wenn ja, dann wäre es mal interessant, wenn er das unten in die Kommentare schreibt. Wenn nicht, für alle anderen jetzt, wir reden heute über Radiator Springs Racers. Die Cars-Attraktion von Disney. Dazu geht es in die USA, nach Kalifornien, nach Anaheim und im Freizeitpark Disneys California Adventure steht im Carsland die Attraktion Radiator Springs Racers. Bam! Und das Ding steht ja schon seit 2012, was auf jeden Fall krass ist und war für mich auch immer so, oh mein Gott, das ist die Attraktion, die man unbedingt mal fahren muss, die man irgendwie auch gar nicht so wirklich versteht, bis man es gefahren ist. Das Ding ist einfach gigantisch groß, unfassbar teuer gewesen, aber trotzdem unfassbar geil. Der Vorgänger davon war ja in Epcot die Attraktion Test Track. Dazu gab es ja auch schon ein Review auf dem Kanal. Und heute möchte ich dann mit euch über Radiator Springs Racers reden. Radiator. Und dann ist das auch noch eine Attraktion, die auch noch Wiederholungsfahrten interessant macht, weil es halt auch immer wieder, oder nicht immer wieder, aber auch verschiedene Varianten gibt und man nicht immer exakt die gleiche Fahrt hat. Und zum Thema Gruppenerlebnis, man sitzt halt dort in so Cabrios, in Cars Cabrios, also klar, in Auto Cabrios, aber von den Cars Filmen so Cabrios. Und man hat zwei Reihen mit jeweils drei Plätzen nebeneinander. Und das ist halt für mich ein bisschen mehr so ein Gruppenerlebnis. Das perfekte Gruppenerlebnis hast du halt in einem Raftingboot, ist dann da, aber ist ein bisschen unangebracht. Gebaut hat das Ganze unter anderem, also mitgebaut, Dynamic Structures. Das ist eine Stahlbaufirma aus den USA, die halt so Teleskope bauen, also Observatorien, aber auch schon öfter in Themen- und Amusement-Bereich unterwegs gewesen sind und Spider-Man, Harry Potter, Mummy und so weiter da auch beteiligt gewesen sind, jetzt nicht komplett neu in diesem Gebiet. Und natürlich kommt das ganze Design und die ganzen Ideen von Disney Imaginaries, was die meisten von euch inzwischen wahrscheinlich auch kennen, wo ich früher mal alleine drüber gesprochen habe in den Videos. Und diese Attraktion nennt sich quasi Slot Car. Und das Krasse ist halt, dass man bis zu 64 km/h schnell damit unterwegs ist. Und wenn wir ja schon sagen, das Ganze ist familienfreundlich, ab einer Körpergröße von 1,02 Meter, also 102 cm, dürft ihr da mitfahren. Und als Sicherheitssystem hat man einfach so einen ganz normalen Dreipunktgurt. Zur Warteschlange selbst kann ich euch nicht wirklich was erzählen. Wir haben nämlich jedes Mal die Single Rider Line genutzt, weil das Ding immer ununterbrochen maximal überfüllt ist. Auch als Single Rider steht man ziemlich lange an und diese Line ist auch relativ lang, geht aber halt nur schnurgerade bis zur Station vom Eingang aus, mehr oder weniger. Und das funktioniert bei so einem Ride halt ziemlich gut, weil es halt drei Plätze nebeneinander sind und da kommt es nicht immer oder
es kommt häufig nicht aus von irgendwelchen Familien oder Leute, die gemeinsam unterwegs sind. Und deswegen ist das da mal eine ganz gute Sache gewesen. Das hat ganz gut funktioniert. Deswegen konnten wir den Ride zum Glück auch ziemlich oft fahren. Und wenn ihr dann drin sitzt, also die Station ist halt so ein Werkstatt bisschen. Es gibt mehrere Ladepositionen, alles gerade hintereinander. Man fährt ja später zu zweit nebeneinander mit zwei Autos, aber das alles gerade hintereinander aufgereiht. Und aus der Station raus geht es dann noch zum Checkpoint, einer Kontrollpunkt, wo nochmal kontrolliert wird, ob die Gurte auch alle angelegt sind. Das ist auch öfter bei Disney so. Und danach geht es auf die Strecke und es beginnt erstmal mit einer gemütlichen, ruhigen Fahrt durch die Berge und ziemlich geil einfach. Das ist so immersiv gestaltet. Man fährt auch an einem Wasserfall vorbei mit einer Brücke, die halt klein ist, damit es aussieht, als ob die mega weit weg ist. Und perspektivisch ist das ganze Ding von außen auch so krass gestaltet, dass es, wenn du darauf zuläufst und beziehungsweise diesen Ride von außen siehst, diese ganze Kulisse, dass es halt unfassbar groß und gigantisch aussieht. Was halt so der Trick von Disney ist, und dahinter musste ich ja eine riesige Halle verbergen, denn wir haben auch einen großen Dark Ride Part. Aber dieser Außenbereich ist schon so gut gemacht, du fährst da lang und denkst dir so, was ist denn hier los? Und du fährst nur langsam gemütlich durch ein paar Felsen, die da gebastelt wurden. Und dann geht es rein in den Dark Ride Part. Man fährt erstmal auf Mac zu, der dann da aufwacht und einen anleuchtet. Und auch ein paar andere Autos kommen dann noch im Dunkeln auf einmal auf einen zu. Es ist teilweise halt auch sehr dunkel. Und man trifft auch auf Sheriff und Hook, die dann auch anfangen, einen zu erzählen, so ein bisschen in die Story einführen. Es sind mega krasse Animatronics einfach, diese Autos. Es sieht einfach so crazy aus und vor allem die Münder und die Bewegungen und so. Klar, die Augen sind Screens, aber trotzdem ist das so cool. Und es gibt natürlich auch die Szenen, die ihr aus dem ersten Cars-Film kennt, wo Lightning, das ist aber heute auch richtig gut wieder, Lightning McQueen und Hook aufs Feld fahren, um die Traktoren-Kühe im Schlaf zu erschrecken. Und das wird dann halt da auch gemacht mit den Anhupen. Und natürlich kommt der miese Mähdrescher Frank auch noch dazu. Und der ist auch richtig gut gemacht einfach. Das ist so geil. Und man fährt dann auch nach Radiator Springs rein. Und die Stadt ist danach gebaut mit den ganzen Charakteren, die dort leben, was so gut ist. Red sprüht da quasi auch wirklich mit Wasser, was kein echtes Wasser ist, was halt noch geiler dann ist. Und es ist so Wahnsinn einfach. Und dann teilt sich quasi die Strecke auf. Es gibt eine Weiche, man fährt in eine Werkstatt. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal fährt man zu Luigi und bekommt einen Satz neue Reifen. Da geht auch ein Vorhang auf und man sieht sich selber in einem Spiegel mit quasi neuen Reifen auf dem Auto. Oder man fährt in der anderen Seite rein und fährt dann zu Ramon und wird neu lackiert. Dann sind halt so zwei Art KUKA-Roboter, Lackierroboter, die dann für eine neue Lackierung sorgen. Und in den nächsten Raum, der danach kommt, ist dann halt Doc und introduced ein, dass es jetzt quasi noch ein Rennen gibt. Man fährt da aber nacheinander rein, kurz hintereinander versetzt, und Doc dreht sich auf so einer Hebebühne hin und her, damit der auch sich immer, also er ist in der Mitte und der dreht sich dann immer zu der jeweiligen Fahrspur. Die Fahrspur, die als erstes da durchfährt, ist dann in dem nächsten Part in so einer Art Höhle und wartet dort, und man wartet aber nicht alleine. Luigi und Guido sind dann auch da und freuen sich schon auf das Rennen. Die werden auch das Startsignal geben, dann kommt nämlich in der Zeit dann das zweite Fahrzeug direkt nebenein, und dann fährt man gegen ein anderes Auto, gegen random Leute ein Rennen, was immer eine Mordsgaudi natürlich ist, vor allem wenn da Leute drin sitzen, die Bock haben und dann miteinander so battlen, so ja, wir ziehen euch ab, yeah, und ihr Loser, und hast du nicht gesehen, es ist halt einfach nice, sowas macht Spaß. Dann hat man noch in diesem Ride halt dieses Duelling-Feeling mit drin, und es geht einfach voll ab. Die Dinger geben richtig Gas, man hat sehr viele Steilkurven, ein paar Bumps sind da auch mit drin, so ein paar Hügel, man fährt über Brücken und Unterbrücken durch, und mal ist das eine Auto vorne, mal das andere, das wechselt die ganze Zeit, damit das dann noch ein bisschen mehr spannendes Rennen-Feeling hat. Und das ist ja auch gesteuert, man fährt ja nicht irgendwie wie bei einer Duelling-Achterbahn, dass der schwerste Zug gewinnt, sondern dass es hier, also wer gewinnt, welche Seite, es ist Zufallsprinzip, und demnach ist das aber noch ein bisschen spannender gemacht in der Steuerung, was halt auch richtig geil ist.
Und nach dem Rennen, wenn das Rennen zu Ende geht, gibt es nochmal so einen kleinen abschließenden Dark Ride Part, wo dann der Sieger quasi gekrönt wird. Und dann reiht man sich wieder in die Stationsschlange ein und steigt aus und die Fahrt ist vorbei. Wahnsinnsding, macht mega Spaß, ist riesengroß und verbindet halt einfach so viele Sachen mit Story, mit Theming, mit krasser Technik, mit Thrill und einem Erlebnis mit allen zusammen. Das ist wirklich, das verbindet einfach sämtliche Punkte aus dem Freizeitpark und macht das zu einer Attraktion. Und deswegen ist es für mich einfach die beste Freizeitpark-Attraktion aller Zeiten bis jetzt. Und klar gibt es vielleicht Dark Rides, die als Dark Ride krasser sind, Achterbahnen, die als Achterbahn krasser sind oder. Aber dieses Ding ist einfach wirklich krass. Und ich habe super viel erwartet und wurde nicht enttäuscht, sondern ganz im Gegenteil. Und das Ding ist einfach auch, wenn man es von außen sieht und die Autos da langfahren sieht, über diese Straßen, das sieht einfach so heftig aus und ist halt state of the art und richtig geil. Und jetzt fragt man sich, okay, wenn das so unfassbar gut ist, wie dieser Vogel das uns gerade in diesem Video erzählen will, warum bauen das denn nicht mehr Parks, warum gibt es das nicht öfter mit anderen Themen? Das wäre ja auch so ein super Konzept für ein Fast and Furious Ride oder. Ja, da gibt es, glaube ich, ein ganz kleines Problem und das nennt sich dann nicht nur Platz vielleicht, weil das ziemlich groß ist, sondern Geld. Und das ist eine unfassbar teure Attraktion gewesen. 2012 hat das Ding weit über oder auf jeden Fall über 200 Millionen Dollar gekostet. Es ist so unfassbar viel Geld. Um das vielleicht ein bisschen einzuordnen, vorletztes Jahr wurde ja das Fort Fun Abenteuerland verkauft. Da wurde das von der Compagnie der Alp verkauft an die Looping-Gruppe und das für 7 Millionen Euro. Das ist nur eine Attraktion, über die wir hier sprechen, die über 200 Millionen Euro gekostet hat. Black Mamba und Phantasialand waren, glaube ich, 20 Millionen. 10 Black Mambas kannst du dir da hinstellen mit Theming. Oder einmal Radiator Springs Racers. Das ist schon echt krass, aber dafür gibt es halt eine unfassbare Attraktion. Das komplette On-Ride-Material davon und die Off-Rides habe ich euch auch hier auf dem Kanal schon hochgeladen vor einiger Zeit. Verlinke ich euch auch nochmal. Und eure Meinung zu diesem Cars Ride würde mich natürlich auch brennend interessieren. Gerne in die Kommentare. Und vielleicht gibt es eine Attraktion, die da noch krasser ist oder noch mehr alles verbindet, wenn ihr das irgendwas auf dem Schirm habt, was ich nicht auf dem Schirm habe. Gerne in die Kommentare damit. Ansonsten war es das erstmal für heute mit diesem Video. Und ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Brofreeze Ride Review Video Magazin. Peace.